Hallo Leute, ich bin Jarmus und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie wir unser Glasprodukt 7601 zum Beispiel auf eine Autofrontscheibe ausbringen. Dazu muss man wissen, dass man auf alle Fälle bei einem gebrauchten Fahrzeug die Autoscheibe richtig gründlich reinigen muss, das heißt präventiv reinigen. Und dadurch, dass wir hier diese Scheibenwischerbewegung haben, arbeiten sich meist die Silikone in die Glasscheibe hinein. Und um diese Silikone dann herauszubekommen, sollte man die Scheibe auf alle Fälle abrasiv reinigen. Ja, dafür haben wir hier zum Beispiel unser Blue 1000, womit wir Glasflächen, Metallflächen poretiv reinigen können. Wir schütteln das einmal und tragen das auf ein Mikrofasertuch auf. Für das Einreiben können wir zum Beispiel so einen harten Schwamm verwenden. Das Mikrofasertuch wickeln wir hier in den Schwamm hinein. Nehmen unser Blue 1000 und lassen das hier mal in das Mikrofasertuch einwirken und fangen an, damit unsere Scheibe dann richtig schön gleichmäßig in Kreisbewegungen das Material dann einzuarbeiten. Dabei sollte man beachten, dass man am Anfang möglichst sich von den Scheibenrändern, speziell von den Gummis, weghält. Bei den neuen Fahrzeugen ist es leider ein Problem, dass man hier eben diese Scheibenwischer nicht hochziehen kann. Falls möglich, ist es empfehlenswert, die dann wirklich hochzuklappen. Da kann man deutlich leichter arbeiten. Also möglichst sich am Anfang mal von den Rändern fernhalten und die Scheibe in schönen Kreisbewegungen von den ganzen Silikonen, von dem Schmutz. So, wenn wir hier dann sicher sind, dass wir in genügendem Maße abrasiv das gereinigt haben, dann gehen wir an die Ränder und polieren das also dann auch hier in die Glasränder hinein, speziell zur Nähe der Gummis, denn von dort aus haben wir meist einen sehr starken Übergang zum Glas mit dem Silikon aus der Gummierung. Das Ganze mal runter zu reinigen, dafür werden wir Wasser nehmen und das Ganze mal runterspülen, alles Leitungswasser, vielleicht ein bisschen lauwarm ist empfehlenswert. Reinigen wir nur die Glasoberfläche, versuchen mit viel Wasser möglichst nichts mehr auf der Oberfläche zu belasten. So, wenn wir jetzt also die Scheibe mit Blue 1000 gereinigt haben, das Ganze mit Wasser abgewaschen haben, dann mit einem Mikrofasertuch trocken gerieben haben, kommt jetzt ein Prozess, wo wir dann mit Alkohol nochmals vor der Versiegelung mit Alkohol nochmal über die Scheibe gehen, um einfach restliche, eventuell von uns nicht bemerkt, mit der Hand berührt, sodass sich vielleicht eine neue Fettschicht gebildet hat oder eventuell auch Materialien, die sich so leicht mit Wasser nicht ablösen lassen, dass wir das nochmals mit Alkohol reinigen. Und das ist dann jetzt der Vorprozess vor der Beschichtung. Und hier sollte man meiner Meinung nach eigentlich auch mit dem Alkohol nicht sparen. Und ganz zuletzt auch hier Scheibenwischer nochmal. Jetzt also auch unsere Scheibe mit Alkohol gereinigt haben. Jetzt in den letzten Prozess und das ist die Versiegelung mit dem 7601. Das ist ein Produkt, was speziell für Glasflächen ist, ein sehr langhaltiges Produkt und vor allen Dingen gerade speziell für solche Bereiche wie Windschutzscheibe meiner Meinung nach ein Muss. Und das tragen wir auf unserem Mikrofasertuch auf. Wir sprühen das auf das Mikrofasertuch, sodass das angefeuchtet ist und fangen dann an, in geradlinigen Bewegungen das Ganze auf die Scheibe aufzutragen.
wie man hört, das ist eigentlich ein Zeichen einer sauberen Scheibe. So, und dann das Ganze im Kreuzgang, nochmals drüber. Was man beobachten wird, ist beim Auftragen, wie das antrocknet, dass dort ein leichter Schmierenfilm übrig bleibt, was absolut normal ist, denn das ist eigentlich das, was wir an Produkt zu viel schon auf der Scheibe haben. Und das werden wir dann am Ende abpolieren. Das Ganze mal so für circa 2 bis 3 Minuten trocknen. Hängt ein bisschen von den Wetterkonditionen ab. Im Sommer sind 2 Minuten absolut ausreichend. Wenn es etwas kälter ist, dann vielleicht 3 bis 4 Minuten. Und anschließend werden wir das Ganze dann noch mit einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch dann abpolieren. Ich habe jetzt wieder in einen Schwamm oder auf einen Schwamm jetzt das Mikrofasertuch raus. Da kann man etwas besser halten. Und jetzt reiben wir einfach über die Oberfläche und nehmen all das, was hier zu viel ist an Produkt, das was hier wie Schlieren aussah, das nehmen wir jetzt mit dieser Bewegung, mit diesem Polieren dann aus der Oberfläche wieder heraus und bekommen dann eine schöne, durchgehende, glänzende Oberfläche, die wir dann, wenn wir fertig sind mit dem Polieren, für circa 12 Stunden möglichst unberührt belassen, beziehungsweise was wichtiger ist, keinen Wasserkontakt. Also das heißt, man sollte das schon abwägen, wann man das macht. Es sollte vor allen Dingen mal, sag ich mal, für einen Tag nicht regnen. Und wenn wir hier das richtig gemacht haben, uns an diese Beschreibung halten, dann haben wir hier eine versiegelte Scheibe, die uns auch für ein Jahr, auch bei schlechtestem Wetter, eine wunderbare Sicht beschert. So, dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche gutes Gelingen.